der Sitz des Hauses Tétanger in Reims. Gebaut auf riesigen, unterirdischen, pyramidenartigen Kreidestollen. Sie wurden im 4. Jahrhundert gegraben, um Kreide für den Hausbau zu gewinnen. Ab dem 13. Jahrhundert benutzen Mönche die Kellergewölbe zur Weinlagerung. Um 1670 kelterte der Benediktinermönch Dom Pérignon hier den ersten Champagner. Heute gehören die Gewölbe dem Unternehmen Tétanger, das hier sein Kapital lagert. Bis zu 21 Millionen Flaschen Champagner. Pierre-Emmanuel Tétanger, der Chef des Hauses. Wir haben viel Glück, dass uns diese wunderbaren historischen Orte zur Verfügung stehen. Wir können die Geschichte mit der Weinherstellung, mit dem Symbol, das der Champagner darstellt, verbinden. Und wir sollten nicht vergessen, dass der Champagner, der Wein der Glückseligkeit, auf den Böden wächst, auf denen die größten Schlachten der Menschheitsgeschichte stattgefunden haben, wo Soldaten aus der ganzen Welt gegeneinander gekämpft haben. Auf diesen Böden wird heute der Wein hergestellt, der die Grenzen aufhebt, der Wein der Glückseligkeit. L'abolisseur des frontières, le vin du bonheur, un vin accessible. Die Champagne im Nordosten Frankreichs formt eine riesige grüne Welle von Épernay bis nach Reims, sowie zwischen dem Marnetal, dem Reinser Gebirge und den Côtes des Blancs, dem Hang der weißen Weine. Je nach der Beschaffenheit des Bodens und Lage werden in der Champagne die Weingebiete auf einer Skala klassifiziert, die früher den Preis für das Kilo Trauben festsetzte. Die 100% Lagen dürfen den Namen Grand Cru tragen. Allein in der Champagne gibt es 17 Grand Cru-Orte. Bei Tétanger kommen die ersten Ernteerträge in den Produktionshallen bei der Weinpresse an. Da die Traube sehr empfindlich ist, muss sie so schnell wie möglich gepresst werden. Nacheinander werden zuerst die weißen Chardonnay-Trauben, die Spätburgunder und schließlich die Schwarz-Riesling-Trauben gepresst. Die Trauben werden beim Pressen nicht miteinander vermischt. Zunächst muss der Presskorb der Presse gleichmäßig gefüllt sein. Der Pressdeckel wird langsam abgelassen und drückt auf die 4 Tonnen Trauben. Aus den kostbaren Chardonnays entstehen später die Blanc de Blanc Champagner, nur aus weißen Trauben. Bei dieser schonenden, traditionellen Ganztraubenpressung fließt schnell ein erster Saft, der beste Most. Nach der ersten Pressung wird der Deckel wieder hochgedreht und dann erneut herabgelassen. Bei jeder weiteren Pressung entsteht auch ein anders schmeckender Most. Den Most aus der ersten Pressung nennt man Tête de Cuvée. Nur die erste Pressung wird für die Champagnerproduktion verwendet. Nach jeder Pressung kontrolliert David Arvois, ob der Zuckergehalt in der Traube noch ausreichend ist. Diese Presse hat einen sehr, sehr schwachen Druck. Der Saft wird sehr langsam über eine Dauer von 3,5 bis 4 Stunden ausgepresst. So bekommen wir den Saft auf sehr behutsame Weise heraus. Unter der Presse werden die Moste in Stahltanks gefüllt. Für jeden Most ein Tank, so ist es vorgeschrieben. Benannt werden sie nach der Traube und der Lage, in der sie gewachsen sind. Auch hier mischt man nicht, denn jeder Saft hat einen ganz eigenen Charakter und muss jeweils getrennt zu Wein verarbeitet werden. Aus den Mosten gären dann die Grundweine. Im Haus Tétanger in Stahltanks von 50 bis 120 Hektoliter Volumen. Wir befinden uns im Stadium des Traubensafts. Dieser hier wurde gerade gepresst. Wir werden ihn als nächstes in Tanks umfüllen, in denen er die erste alkoholische Gärung durchläuft. Dabei wird Zucker durch die Aktivitäten der Hefe in Alkohol verwandelt. Wir kontrollieren die Temperatur dieses Traubensafts, um die Aromen während der Gärung zu erhalten.
Die Gärtemperatur wird zwischen 12 bis 25 Grad Celsius gehalten, um die Gärung zu verlangsamen. Je langsamer die Gärung, umso frischer und schlanker gerät der Wein. Im nächsten Schritt muss der Wein zu Champagner reifen. Nach der ersten alkoholischen Gärung im Tank oder Fass muss der Wein eine zweite alkoholische Gärung in der Flasche, in der er später verkauft wird, durchlaufen. Um die Flaschengärung auszulösen, wird dem Grundwein eine kleine Menge eines Liqueur de Tirage, eine Mischung aus Hefe und Rohrzucker, beigemischt. Diese Mischung führt zur zweiten Gärung, die dem Champagner seinen typischen Schaum geben wird. Die Flaschen werden nun für 2 bis 3 Jahre in den Kellern liegen. Die Hefe, die das Sprudeln verursacht hat, stirbt ab und sinkt auf den Boden der Flasche. Um sie zu beseitigen, werden die Flaschen auf schräge Pulte gestellt. Mit dem Hals nach unten, wie Bierflaschen mit Kronkorken verschlossen, werden die Flaschen nun regelmäßig gerüttelt. Das regelmäßige Rütteln führt dazu, dass die Hefeablagerung langsam in den nach unten gerichteten Flaschenhals absinkt. Rückstände aus diesem Hefesatz geben dem Champagner seinen feinprickelnden Geschmack. Die Hefeablagerung im Flaschenhals muss entfernt werden. Dafür wird der Flaschenhals schockgefroren und dann geöffnet. Bei dem sogenannten Dégorgement schießt der Eispfropfen mit dem Hefesatz aus der Flasche. Schließlich wird die Champagnerflasche noch mit dem Pfropfen aus Kork und der Agraffe, einer Metallklammer, verschlossen. Denn die Flasche hat jetzt einen hohen Druck.